Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sind wir in meiner kleinen, aber feinen Wohnung und diesmal geht's ab in die Küche. Ich habe ein paar Hacks wieder für euch und die probiere ich aus. Ihr kennt das wahrscheinlich alle. Man möchte Pasta kochen, das Wasser dauert ewig, bis es mal blubbert. Dann gut, schaut man ein bisschen Fernsehen und auf einmal geht's los. So, ist mir schon öfter passiert. Und jetzt kommen wir zu dieser Möglichkeit, die zeige ich euch jetzt. Probieren wir mal aus, ob das klappt. Dazu braucht man einen Holzkochlöffel, einen stinknormalen Topf, Wasser. Das ist der Spender hier aus meinem wundervollen Wasserhahn. So. Nee, machen wir noch ein bisschen Salz rein. Und wie halt so, wie man halt eben Pasta kocht. Bin ich ganz so der Koch, muss ich gestehen. Lassen wir das jetzt erstmal kochen und dann komme ich zum Hack. So, während das Wasser vor sich hin brodelt, tada, komme ich zu meinem nächsten Hack. Und zwar liebe ich immer diese Gurken aus diesen Gläsern. Ich könnte mich tot essen davon, ich finde es so geil. Aber man kriegt immer diese Gläser so schwer auf und ich habe das alles ausprobiert, irgendwie mit einem Küchentuch das aufzumachen oder ihr kennt das bestimmt mit dem Messer. Also, aber dieses Messer hat sich bei mir schon so oft verbogen und ich habe was gesehen. Ich habe es wirklich noch nicht ausprobiert und das wollen wir jetzt doch mal tun. Stinknormale Gurken aus dem Glas. So, und jetzt braucht man festes Klebeband. Das habe ich hier. Auch, glaube ich, Panzertape genannt. Das, was ihr hört, ist übrigens ein Zug. Falls man ihn sieht, er rauscht alle 5 Minuten an meinem Zuhause vorbei. Ja, so. Also, einmal hier ran. Ich nehme jetzt mal einen längeren Streifen. So. Jetzt soll man diesen Streifen. Ich bin Rechtshänder, deswegen fange ich hier mit links an. Ihn so befestigen, dass dieser Deckel eben da beklebt ist. Ein Teil, das dann runterklappen. So, nur den Deckel. Zack, 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 festdrücken. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt muss ich hier das einmal so rumnehmen. Ziehen. Und dieses Glas soll aufgehen. Ich hoffe, mein Outfit ist jetzt nicht gleich ruiniert, denn ich habe nachher noch einen Termin. So, mal sehen. Oh Gott! Wow! Es hat geklappt, aber alles ist versaut. Scheiße, aber es hat funktioniert. Gut, es ist zwar alles dreckig, aber es hat funktioniert. Die Gurken sind auf. So, also ich muss jetzt hier alles sauber machen. Bitte, bitte, bitte macht Videos oder schreibt mir, wie es bei euch funktioniert hat. Vielleicht habt ihr euch ja nicht ganz so blöde angestellt. ja, unbedingt mir Bescheid geben, wie es bei euch war. Mal kurz nach dem Wasser schauen. Ja, kann auch. So, während dieser immer noch erste Hack vor sich hin brodelt, habe ich noch eine Idee für euch. Und zwar möchte ich dieses Wasser jetzt nicht unnötig aufgekocht haben und dann wieder wegschmeißen. Deswegen, man nehme eine Orange und die schneide ich dann in kleine Stücke und dann zeige ich euch, was ich damit mache. Also ich brauche diese Schale nur, das habe ich jetzt noch nicht gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig mache. Es gibt bestimmt auch noch Leute, die das besser können als ich. Nur die Schale zu nehmen. Oh Gott, ich glaube, das Wasser. Fuck. Okay. Ja. Wir kommen wieder zum ersten Teil. Den zeige ich euch gleich. Damit dieses Wasser nicht überkocht, nimmt man diesen Holzkochlöffel, legt ihn oben drauf. Und jetzt soll es nicht überkochen. Weil, es kocht nur nicht über, weil dieses Holz die Blubberblasen zurückhält. Die Blubberblasen mögen nämlich kein Holz. So, falls ihr die, wie sagt man,
die Erklärung habt für dieses, könnt ihr mir das bitte gerne schreiben. Wir lassen das mal vor sich hin brodeln. Ich gehe wieder an diesen Teil. Also man braucht nur die Schale. Ich glaube, ich schneide das jetzt einfach mal so. Man merkt, ich esse nicht so oft Orangen. Ich glaube, ich mache mal noch ein bisschen mehr Salz rein. Also irgendwie möchte dieses Wasser nicht überkochen. Ich schwöre euch, sonst kocht bei mir das Wasser immer über. Ich schmeiße jetzt mal ein paar Nudeln rein. Vielleicht klappt es ja dann. Ich könnte mir ja gerne erklären, wie man Wasser zum Überkochen bringt. Es fängt tatsächlich an zu blubbern und ich würde jetzt immer noch vor meinem Fernseher sitzen und würde nichts mitbekommen. Ich glaube, ich würde sie jetzt mal machen. So, mal schauen. Voll aufregend. Aber irgendwie geht's. Ich glaube, es geht echt. Doch, guck. Doch, 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 doch. Doch, schau. Haha, es funktioniert tatsächlich. Cool. So, nun könnt ihr 100 Stunden vorm Fernseher sitzen und das Wasser kann immer schön brodeln und es läuft nicht über. So, jetzt komme ich dazu, dass ich erstmal die Herdplatte ausmache. Sicherheitshalber nehme ich das auch trotzdem mal runter. So, ja, ich habe da ja Nudeln reingeschmissen. Die möchte ich natürlich nicht drin haben. Gieße ich das mal ab. Wisst ihr, was ich jetzt falsch gemacht habe? Ich wollte doch dieses Wasser verwenden für diesen Trick. Scheiße. Ja. So. Ich setze jetzt nochmal neues Wasser auf. Ja. So, Wasser ist fertig. Ich stelle es mal von der Platte. Und nun schmeiße ich die Orangenschalen. Vorsichtig in das Wasser. So. Oh, es riecht wirklich gut. Jetzt ein bisschen umrühren. Mm. Riecht es auch. Ja, ihr könnt es natürlich nicht riechen, aber ihr könnt es zu Hause ausprobieren. Es riecht echt super lecker und ja, wie eben eine heiße Orange riecht es. Aber ich finde die Idee ganz cool, wenn man Wasser aufgekocht hat und man braucht es doch nicht, dann muss man es nicht wegschmeißen. Man schneidet einfach ein paar Orangenschalen rein und dann riecht es angenehm. Muss man jetzt nicht haben, aber ich finde es ganz gut. So, das war's für heute. War ein actionreicher Tag. Ich habe mich leicht verbrannt, habe meine Küche komplett versaut. Aber es hat mal wieder wirklich super Spaß gemacht. Probiert's aus, vor allem das mit den Gurken. Das will ich unbedingt wissen, ob es bei euch auch so nicht funktioniert oder ob es funktioniert. Und wir sehen uns das nächste Mal. Adios!